Heute ist Badolino unser Ziel. Das ist von Malcesine Richtung Süden ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gefahren. Also nicht, dass ihr denkt, es ist hier 7 Uhr morgens, es ist schon 10 Uhr. Und da hinten von diesen Bergen kommen wir aus Malcesine. Wie immer zu dieser Saison, oder besser gesagt in dieser Saison, hat hier alles zu. Kein Mensch zu sehen. Mir hat die Stadt ein bisschen zu wenig von ihrem italienischen Charme. Zu viel auf Tourismus ausgelegt. Hier ist der See jetzt schon viel, viel breiter und irgendwo dort muss auch die tiefste Stelle sein, weil dort ist der Monte Baldo zu Ende und hier neigen sich die Berge auch. Langsam erwachen hier alle. Ist jetzt die Hauptstraße. Jetzt sind wir in Castello. Das liegt etwas oberhalb von Malcesine. Ein ganz kleines Dorf. So, jetzt machen wir erstmal Frühstückspicknick hier. Es ist echt krass, diese italienischen Bergdörfer, die sind 10 Autominuten von den normalen touristischen Städten hier am Ufer des Sees entfernt. Und es ist, als wenn man mitten in irgendeiner italienischen Provinz ist. Ganz abseits von Tourismus. Richtig kleine, verschlafene Dörfer. Und was mir noch aufgefallen ist, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, machen die hier ihre Fensterläden zu. Dabei ist es noch nicht wirklich warm, sondern es sind jetzt hier 8 Grad. Aber scheinbar mögen die ihre liebe Sonne hier nicht. Das erste Boot hier seit 3 Tagen, was ich sehe. Übrigens ist das Benzin, umso weiter südlich man kommt, billiger als hier oben im Norden vom Gardasee. Jetzt sind wir am Ledrosee angekommen. Der Ledrosee liegt etwas nördlich vom Gardasee.
auf 655 Metern Höhe. Also hier sieht man auch schon, es ist kälter, es liegt Schnee, der See ist gefroren. Der See an sich hat ein bisschen über 2 Quadratkilometer und es gibt 3 Orte, und zwar Molina, Pieve und Mezzolago. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Und ist hier mitten in den Bergen. Es ist aber alles touristisch erschlossen, nichts mit idyllischen Bergseen, weil die Dörfer, die hier sind, die sind alle von Tourismus geprägt. Auch im Sommer und im Winter. So, wir sind jetzt hier in Trient angekommen und versuchen uns jetzt mit Maps.me zum Stadtkern zu googeln, zu navigieren. Hier ist erstmal irgendwie eine Seilbahn und die führt nach dort oben. Und scheinbar ist hier direkt eine Flixbus-Haltestelle. Habt ihr euch schon mal mit Maps.me navigiert? Guck mal, ist ganz einfach. Der Pfeil oben, der zeigt immer an, in welche Richtung man geht. Und wenn man sich dreht, dreht der sich auch. Finde ich besser als bei Google Maps. Schon ein bisschen gruselig, durch so einen Tunnel zu laufen hier. Aha, ein Stadttor. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe des Stadtkerns sind. Jetzt sind wir gleich da. Auch schön, wieder so italienische Gassen. Wow, das ist irgendein Gebäude, Kirche oder... Also es sieht aus wie der Marktplatz, aber es soll noch nicht der Marktplatz sein. Aber wirklich schön. Gefällt mir gut hier. Wirklich eine sehr schöne Innenstadt. Also im Gegensatz zu den anderen italienischen Orten, wo ich jetzt war, gibt es hier ein Nachtleben. Wahrscheinlich, weil die Stadt etwas größer ist. Ja, und es ist auch noch richtig was los hier. Jetzt um 22 Uhr. Also hier scheint der Innenstadtbereich zu Ende zu sein, denn hier ist eine Stadtmauer. Ich hoffe, das sieht man noch so ein bisschen. Dort vorne ist eine Seilbahnstation. Hier ist ein Fluss, der heißt meines Wissens nach Edge. Und dort oben scheint sowas wie eine Skipiste oder so zu sein.
fährt immer noch diese Seilbahn. Übrigens ist Trient die drittgrößte Stadt der Alpen. Und die Berge hier drumherum sind 2100 Meter hoch in etwa. Und der Etsch, der fließt in die Adria. Da kommt sie wieder zurück. Der Etsch ist übrigens der zweitgrößte Fluss Italiens nach dem Po. Und er kommt schon aus den Bergen durch Bozen und so weiter. So, jetzt das Ganze nochmal bei Tageslicht. Und dort oben ist diese Aussichtsplattform. Und zwar gehört das wohl als Teil des öffentlichen Nahverkehrs zu Trient dazu.